Servus, der Marc vom PC Studios hier, bei mir ist die hübsche Katrin. Wir machen eine Bauchnabel. Wir sehen immer, wenn die Frauen so dastehen, wird es eine in der Bauchnabel. Dein erstes Piercing, oder? Hast du ja, genau. Schon was versteckt? Nein. Nein? Nichts. Wer bist du? 19. Wo kommst du her? Aus Wien. Okay. Wirklich? Ja. Hört man so gar nicht, ne? Kannst du auf Wienerisch? Kannst du überhaupt richtig ranzen auf Wienerisch? Weiß ich nicht. Wird sich dann zeigen. Aber bist du hier geboren? Ja. Das ist krass. Ich hätte schwören, wer ist das da schon? Deutscher Vater. Ja, genau. Deswegen vielleicht. Ja, das ist eben. In den Schulen reden die kaum noch. Es wird kaum noch direkt geredet in den Schulen. Ja, aber du bist auch nicht aus Österreich, oder? Aber ich rede mehr Wienerisch als sie. Ach so, du bist auch nicht aus Österreich. Nein, ich bin aus Deutschland. Und bei mir denkst du eher, dass ich der Wiener bin als du. Aber gut. Das hast du nicht gemacht. Naja, nein, das ist das nicht. Ich mag das gerne, ich rede gerne Dialekt, also ich finde das schön. Meine Frau zum Beispiel, die redet wie du, die ist Deutscher, die redet Deutsch-Deutsch. Ja? Meine Tochter, die redet jetzt schon in der Schule, manche sind aus dem Burgenland, manche ist schon so ein Kauderwelsch aus Österreichisch. Ich finde das schön, aber jeder muss sprechen, wie er will. Ne? Du bist auch schon lange hier, oder? 17 Jahre. 17 Jahre, ne? Ich teile das mal an, hier. Haben wir noch mal ganz kurz hängen lassen. Okay. Die Leute ärgern, der macht nichts. Weil das Problem ist, wenn du die hochziehst, kann es sein, dass du dich minimal verschrägst. Dann hätten wir es vielleicht in den Raum schießen. Das will ich natürlich nicht. Ich bin besser, ich bin verscherzt mit dir. So. Perfekt. Ich zeige es dir beim Spiegel. Guck mal, das mal kurz an. Ich nehme das mal mit. So, also schau es dir mal kurz an. Du siehst hier den oberen Punkt und unten, den unteren kannst du es ein bisschen erkennen vielleicht. Siehst du das im Spiegel? Ah, ja. Wenn nicht, ist wohl, okay. Das ist eine Expertin. Sieht gut aus, oder? Ich hätte überlegt, dass es schlägt, ob sie es entstechen will. Ich kenne ja dieses Wort, sich das zutraut. In letzter Sekunde haben wir dann doch entschieden, dass es lieber ich machen soll. Ja. Okay? Mhm, passt gut, ja. Danke. Soll ich deine Hand halten, Anka? Ja, bitte. Anka ist der Spitzname? Ja, ja. Ja, mit Sicherheit. Weil Anka auch ein Name ist, ne? Oder ein Bäcker. Aber mit E. Nein, aber die Anka gibt es so. Anka. Ja, ist aber selten. Ich kenne zwei. Ach, wirklich? Ich kenne zwei. Anka ist, ja. So, meine Liebe, aber ohne R. Keine Bäcker. Mit A. So. Also. Ann-Kathrin, Glitzer oben unten in Weiß haben wir gesagt. Ja, ne? Gut, dann hau dich mal drauf, machst du bequem, leg die da nieder. Hand halten darfst du natürlich gerne. Alles gut, Anka? Ja. Ich habe einfach sehr viel. Wo kommst du her? Hamburg. Ja, wenn du auch sagst, ich komme aus wie der Glitzer, aber ich, dann hätte jetzt einen Löffel weggeschmissen, oder? Wo kommst du her? Ich? Ja. München. Ja, okay. Okay, ist ja eh nicht so weit. Na, 430 Kilometer. Hamburg ist auch nicht so viel schlimmer. Ich glaube, es sind 600, was ist in Hamburg? Nein, ich mache 1950. Entschuldigung, logisch, ich bin jetzt gerade, ja, sorry, Berlin ist nicht so dramatisch. Nee, das ist besser. Mhm. Ja, aber du bist nur zu Besuch hier, oder? Nee, ich studiere auch hier. Du studierst hier. Mhm. Hand halten, ja, nein. Ja, 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 gib ja gut, deine Hand, die, ja. Die bitte dein. Okay. So, warte mal, kann ich dich ein bisschen hier mit ausziehen? Ja, klar. High-Waist-Hosen, weißt du ja, dass du mir die nächsten Tage nicht, ich meine, da ist ein bisschen Platz dazwischen, aber schau, dass du mir die Sachen etwas tiefer ziehst, etwas weiter runter. Auf die Hüfte ist einfach Richtung Feier und es ist immer besser. Ich möchte keinen direkten Kontakt zu dir, vor allem beim Sitzen nicht. Weil das ist die Hauptproblematik. Viele Kunden haben im Stehen ist alles toll. Mhm. Wenn sie dann hinsitzen, dann drückt es voll rein und das merken sie nicht. Und dann sitzen sie 8 Stunden in der Arbeit oder in der Uni und dann ja, die ersten 2 Wochen den Sitz festmachen. Okay. Gut, los geht's. Gleich schauen. 3 Sekunden mutig sein, dann ist es vorbei. Locker. Ich habe wunderbar gemacht. Wer ich? Ja. Ja, das reicht. Tausende Male. Und? Ja, hat schon ein bisschen weh getan.
Naja, ich bin ja kein Friseur. Ja. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und du bist so gemein und sagst, es hat wehgetan. So. Na, Rebecca? Wahrscheinlich sagen wir, die Arme schon komplett fertig hier. Kriegt nur Anschluss von hier. So, geht's gut? Wie ist es mit dem Kreislauf? Alles gut. Okay, kannst du schon hinstellen? Ja, voll gut. Echt? Ja. Ey, das sieht Hammer aus. Richtig. Also, Nadelpiercing muss ich einfach sagen, gehört zur Grundausstattung jeder Frau dazu, finde ich. Wow. Bis zu dir, einmal zu uns hier. Einmal hier. Ja, wirklich, einfach schon. Es ist einfach das Accessoire für dich, für die Frau. Ohrringe, Bauchnabel, das ist so must have. Alles gut? Ja, alles gut. Kreislauf ist gut? Ja, passt. Super, ich erkläre dir mal die Pflege. Zuerst Hände waschen, dann desinfizieren. Mhm. Dann nimmst du bitte Ponte den Spray und Gel. Ja, zuerst sprühst du dir den Spray auf den Bauch oben und unten drauf. Mhm. Einwirkzeit Zeit 30, 40 Sekunden. Brauchst du aber keine Stoppuhr einschalten, einfach ein paar Sekunden. Ja. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Mhm. Machst du bitte feucht und wischt oben und unten das Piercing sauber. Okay. Dann nehmen wir das Gel, davon einen Tropfen auf den Finger, oben und unten drauf. Dann hoch und runter das Piercing. Okay. Da musst du es nie merken, kommt per E-Mail als PDF. Okay. Also ein Sprühen ein, wir nehmen eine Küchenrolle, wir putzen es, lassen den Schmuck aber drin, nehmen das Gel und schmieren es ein, bewegen es ein. Okay? Okay. Wichtig ist mir, mach das konstant morgens und abends, die ersten drei Wochen. Und dann rechts, wenn du es nochmal am Abend machst. Okay. Steht aber auch auf dem Zettel. In sechs Wochen, mit auf dem Zettel, machst du einen Wechseltermin mit dir. Dann kommst du vorbei. Für eine Piercing-Kontrolle machen wir einen kürzeren Stab rein. Vielleicht willst du ein goldenes, vielleicht willst du irgendwie was mit Anhänger, kann man dann einfach schauen, was dir dann gefällt. Cool. Aber in sechs Wochen einmal hier einen Checker, bitte. Ja, voll. Verboten ist Dampfbad, solange wir mit Sauna und Stuhl gehen. Bitte drei Wochen nicht. Ja. Sport, Duschen, Haare waschen kannst du morgen früh alles ganz normal. Okay. Passt. Fragen? Nee. In 5 Minuten nach Terminschluss kommt das PDF mit der E-Mail. Automatisch die ganze normale Studie, was ich dir gerade gesagt habe. Hat mich gefreut. Mich auch. War schön, dass du da warst. Euch danke fürs Zuschauen. Das war ein Kabass. Ist eigentlich schlimm oder nicht? Nee, es war okay. Gut. In diesem Sinne, ciao.